den Benz raus, Baby. Hier kommt Mercy, Mercy, Mercy. Rückbank von der Barbie, Barbie, Barbie. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, Mann, ballert, der ballert, der ballert. Hier kommt Mercy, Mercy, Mercy. Rückbank von der Barbie. Yo Leute, Grind hier und willkommen zurück auf Miguels Kanal. Ich war lange nicht mehr vertreten, aber habe hier schon mal einen Commentary aufgenommen und nachdem ich jetzt 10.000 verschiedene Einstellungen gemacht habe, läuft ja ganz hart jetzt auch und ich bin heute nicht allein dabei, sondern habe meinen Bruder mit dabei. Stell dich mal kurz vor. Yo Leute, ich bin Madara, ihr habt mich bestimmt auch mal im Gameplay bei Miguel gesehen und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir heute ein bisschen generell über das Zocken der Playstation reden, weil... Ja, also nicht nur Playstation, auch PC und so. Ich war gestern auch im Stream von Blackout, falls ihr den kennt, und... da ist uns generell auch so ein Problem aufgefallen, dass es bald nichts mehr gibt. Ich denke mal, Fortnite wird den Hype bald verlieren und COD ist eh tot und im Großen und Ganzen weiß man nicht mehr, was man zocken soll. Und da ich jetzt eh kein großartiges Thema hatte, habe ich gedacht, können wir einfach mal so ein bisschen das schildern, was uns aktuell auf den Sack geht. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell spielt oder was euch abfuckt und was ihr euch mal für die nächste Zeit so ein bisschen erhofft. Fang du einfach mal an. Du spielst vor allem FIFA in letzter Zeit, ne? Ja, genau, also was bei FIFA so das Ding ist, ist wohl einfach schlecht programmiert, meiner Meinung nach. Wenn man dann den Ball erobert und der Ball weg ist und von der Mittellinie ein Tor kassiert, da gehen mir die Nerven manchmal auch einfach durch. Und Packs öffnen mit Geld ist halt einfach nicht so. Ja gut, das ist ja nicht mal unbedingt das Gameplay an sich in FIFA, sondern vielmehr, was sie dieses Jahr an verschiedenen Aktionen bringen. Also für alle, die jetzt nicht so FIFA interessiert sind, ihr müsst jetzt nicht so lange abwarten, wir werden nur eine Minute oder so drüber schnacken, aber was dieses Jahr das Spiel so ein bisschen kaputt macht, finde ich, sind diese 1000 verschiedenen Specials, die es gibt. Also man hat irgendwelche Future-Spieler, die es noch nicht gibt, irgendwelche Karnevals-besonderen Karten. Der Markt ist einfach überschwemmt, es ist nichts mehr wert und irgendwie ohne Geld zu investieren kommt man nicht mehr voran. Man spielt nur noch gegen krasse Teams oder wie siehst du das? Ja, also die Problematik mit den Special Cards sehe ich jetzt nicht so. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil letztes Jahr hat sich ja auch jeder darüber beschwert, dass irgendwie nichts Neues dazukommt. Und jetzt machen sie es, jetzt beschwert sich jeder darüber, dass viel Neues dazukommt. Also ich sehe da jetzt nicht so kritisch, aber es ist definitiv einfach scheiße, dass man jetzt als normaler Spieler nichts machen kann. Ja, noch ein Problem, aber das wäre jetzt auch das Letzte, was ich zu dem Thema ansprechen will, ist, dass außer Ultimate Team nichts gemacht wird. Spieler wie zum Beispiel jetzt auch Miguel, die eigentlich nur den Karrieremodus spielen, haben seit, ich weiß nicht, 5-6 Jahren quasi immer das Gleiche, es kommt kaum was Neues dazu. Eine Online-Karriere wird einfach nicht eingeführt, das ist schade. Ja, aber komme ich jetzt auch gleich mal zu COD, also wir haben jetzt einfach gedacht, wir arbeiten die drei größten Teile, sag ich mal, die es auf der Playstation gibt, ab. FIFA, COD und Fortnite sind, das ist das für mich einfach. Ja, das ist so meine Top-Liste, was ich auch immer spiele. Ja, machen wir mit COD weiter. Ist ja generell seit WW2 echt am Arsch. Also, BO3 war das letzte gute COD, sagen wir mal so. IW hat vielen gefallen, aber war auch eher so, nicht so Mainstream, sondern eine andere Community, die das gezockt hat. Also schon ein bisschen kleiner. Dann kam WW2, das war ein kompletter Reinfall. Dann kam BO4 und ich glaube, hätte das Spiel nicht den Titel Black Ops im Namen gehabt, wäre das noch mehr gefloppt als WW2. Weil was sie mit dem Spiel angestellt haben, weiß ich nicht. Du kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen sagen, wie du das Spiel findest. Du hast ja jetzt auch in den letzten Jahren echt krass abgebaut, von wegen, wie viel du in COD noch Spielzeit hast. Ja, so an sich finde ich eigentlich vom Gunfeeling her und generell sowas finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber es fehlt halt, wie viele sagen, einfach der Orbi und generell auch, dass man jetzt auf einer KN irgendwie andere Aufsätze drauf macht als auf einer Rampart oder sowas. Das verstehe ich nicht, wieso man da keinen Schaft hat auf der Rampart. Ja, das ist echt was mega Ätzendes, was ich auch nicht nachvollziehen kann, warum es jetzt Großkaliber 2 zum Beispiel gibt. Aber die meisten Aufsätze nicht auf allen Klassen, obwohl es in einem gleichen Slot ist. Also alles unter Sturmgewehre und trotzdem hast du 1000 Unterschiede. Dann noch solche Sachen wie halt 5 gegen 5, selber 150 Leben, es gibt keinen Orbi. Spezialisten sind für mich eher zweitrangig, also ich finde das nicht so schlimm. Also klar, es fuckt ab und man könnte es so ähnlich wie ihre Punkteserien regeln, dass man 1000 Punkte am Stück machen muss, um was freizuschalten. Dann noch Eki, also ich sag mal so, die haben einfach viele Sachen, die grundlegend im COD waren, die gut waren, einfach verändert aus irgendeinem Grund und vieles Gute komplett rausgenommen, schlechte Sachen hinzugefügt. Deswegen ist COD meiner Meinung nach auch tot. Ich hoffe einfach mal auf MW4. Ganz ehrlich, wir haben eigentlich keine Erwartungen mehr. Wenn es gut wird, ist es echt nice. Dann können wir eine geile Zeit sein. Und wenn es scheiße ist, dann ist es halt so. Ganz ehrlich, ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema. Fortnite, das Spiel, was wahrscheinlich auch von euch jetzt die meisten noch aktiv spielen werden, denke ich. Ja,
Sag mal ein bisschen vielleicht, wie hast du am Anfang Fortnite gespielt? Wie spielst du jetzt noch Fortnite? Also Fortnite habe ich eigentlich jetzt nicht von Day One, aber ziemlich am Anfang, noch bevor überhaupt die Seasons kamen, gespielt. Und da war es ja eher so, dass man so ein bisschen rumgelaufen ist, sich in einem Busch versteckt hat und dann ein bisschen geaimt. Aber was jetzt mittlerweile los ist, dass selbst auf der Playstation irgendwelche Leute sich ein Keyboard anschließen und dann fünfstöckige Hochhäuser in einer Sekunde bauen. Und es ist dann halt einfach gar nicht mehr um Skill geht, sondern einfach nur, wer schneller bauen kann, wer editiert oder sowas. Das ist ja nicht mal unbedingt, dass sie ein Keyboard anschließen, sondern dass die Lobbys einfach zum Beispiel in der Arena so Crossplay sind. Das heißt, du spielst auch immer gegen PC-Spieler und so. Und das ist natürlich auf der Konsole schon ein großer Nachteil, aber... inzwischen geht es ja auch vielen Pros auf den Sack, was sie mit dem Spiel machen. Die versuchen halt diesen Arena-Modus irgendwie extra zu hypen, haben deswegen diese 50 Leben oder 50 Schild oder wie auch immer, die man bekommt, wenn man einen Kill macht, aus dem normalen Modus rausgenommen, nur noch in Arena gesteckt. Und ja, das ganze Spiel ist schon lange mega verschwitzt, aber inzwischen echt kaum noch so normal spielbar als Normalo, sag ich mal. Auf jeden Fall schlimmer als COD. Zu den schlimmsten Zeiten, kann man eigentlich schon sagen. Deswegen, ich glaube, der Hype hält nicht mehr so lange an dem Spiel. Die Weltmeisterschaft ist das letzte große, sage ich mal. Danach wird der Hype ordentlich verflachen. Klar, es wird immer noch Leute geben, die das Spiel auch spielen. Aber jetzt so zum letzten Punkt, den wir nochmal ansprechen wollen, ist, wenn Fortnite jetzt auch wirklich stirbt, was will man dann noch spielen? Hast du noch irgendeine Idee, was man... Also es gibt natürlich Kampagnenspiele, die man sich holen kann. Zum Beispiel One Piece World Seekers, jetzt vor kurzem rausgekommen. Das wollen wir bald anfangen, mal zu spielen. Aber so richtige Multiplayer-Spiele, die quasi dazu gemacht sind, online zu spielen. Fällt dir noch irgendwas ein, was man zocken kann? Ja, also es ist generell jetzt keine Shooter oder so mehr, die man wirklich spielen kann. Und das ist jetzt halt auch der Großteil, was man halt spielen möchte. Es gibt dann noch so Spiele wie Monster Hunter World oder irgendwie sowas in der Art, was Miguel dann zum Beispiel auch spielt. Aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so unser Fall. Und generell, ja... Es ist halt einfach blöd, man hat nichts zu zocken, man kann auch nicht mehr aus Spaß zocken, weil alle absolut ernst meinen. Ja, das ist echt schlimm. In jedem Spiel geht es nur noch darum, der Beste zu sein und irgendwie Spaß dran haben kann man am Spiel nicht mehr, aber fahr fort. Ja, also für mich kommt jetzt in nächster Zeit auch nichts großartig Tolles raus. Irgendwie welche Spiele, die unglaublich grafisch super sind, da gibt es halt einfach keine wirkliche Community, mit der man irgendwas zu tun haben möchte. Ja, die Communities gehen mir auch quasi in jedem Spiel auf den Sack, also es ist nicht nur die COD-Community. Die ist in vielen Communities schlimm. Ich finde den Fortnite fast noch schlimmer. Schreibt einfach mal gerne in die Kommentare. Ich sehe jetzt auch schon, das Commentary geht über 7 Minuten. Also wenn ihr bis dahin zugehört habt, müsst ihr auf unsere Kanäle schauen, beziehungsweise auf sein Instagram, das wir, denke ich mal, verlinkt haben wollen. Aber bei mir auf dem YouTube-Kanal müsst ihr vorbeischauen. Und ja, helft Miguel auf jeden Fall zum Creator-Code. 1000 Abos braucht er dafür, also lasst dem Jungen auf jeden Fall ein Like da. Viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wir nehmen das Ganze auf dem Sonntag auf. Ich weiß nicht, wann Miguel das hochlädt. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Und bald ist ja auch Ostern, Jungs, ne? Von daher ein bisschen frei. Auch für die Leute, die jetzt schon arbeiten. Und ja, macht doch noch einen schönen Tag. Schlusswort gebe ich dir. Ja, zockt gut weiter und habt Spaß. Tolles Schlusswort. Ich glaube, du hast nicht mehr viel zu sagen gehabt. Also, Jungs, macht's gut, ne? Und ciao.